Mein Name ist Sabine Domogala, ich bin Lebens- und Motivationstrainerin. Ich denke, vielen von Ihnen bin ich bekannt über meine Ratgeber-Trilogie. Ich gucke eigentlich bei allen Leuten, was ich da so sehen kann, das rate ich auch immer meinen Klienten, einfach den Blick nach außen wenden und schauen, was man so ja, im Umkreis findet. Ich bin Lebens- und Motivationstrainerin, ich bin wohl spät berufen. Aber das heißt ja nichts, ich kann helfen, ich habe ganz viele Mittel. Ich habe den Sorgensack www.sabine-domogala.de, da finden Sie eine Häkelanleitung übrigens, kostenfrei. Da nehme ich nichts für. Ich bin ja nicht nur ich bin überall, wo Menschen mich brauchen. Wo Hilfe nötig ist, ich kann helfen, auch wo keine Hilfe erstmal offensichtlich gebraucht wird. Da bin ich aber dann. Ich kann auch Trost spenden, wo kein Trost gebraucht wird. Ich habe gelernt, mich anzunehmen und das möchte ich auch anderen beibringen. Alles ist für mich eine Herausforderung, eine Versuchung. Ich lasse mich gerne auf Menschen ein, auf Situationen, alles. Stellen Sie Ihrer Vergangenheit ein Bein, damit sie Ihnen nicht in die Zukunft folgen kann. Funktioniert. Begrüßt auf der Bühne Simone Domogala. Das gibt alles. Dankeschön. Ist okay. Vielen Dank. Ist gut. Erstmal herzlichen Dank für diesen wirklich warmen, freundlichen Empfang. Ich freue mich richtig, weil ich zum ersten Mal seit langem wieder raus darf. Es ist so, ich darf ja jetzt auch zeigen, wie ich arbeite. Bei mir ist es nur so, ich muss mich jetzt an richterliche Auflagen halten. Da müssen Sie sich aber nicht erschrecken, das ist schnell erklärt. Gucken Sie mal, ich bin ja Lebens- und Motivationstrainerin, gerade wurde es schon gesagt. Und es gab da Beschwerden über mich bei meinem Berufsverband Lebenshilfe retten auf Rechnung e.V. Wegen einer Übung. Nur wenn Sie es jetzt hören, werden Sie sagen, die Übung ist doch einwandfrei. Passen Sie auf, die heißt Spannungen aushalten. Wir machen sie an einer Steckdose. 220 Volt, sodass die Kursteilnehmer sie auch zu Hause nachempfinden können. Ja? Aber in ihrem Rhythmus, so wie Sie wollen. Ne? Super. Also passen Sie auf, nur in dem Kurs war es jetzt so, dass ein Teilnehmer richtig übertrieben hat. Maßlos. Wir mussten an einer Übungssteckdose. Ja, hat er sich so festgebissen, wir mussten warten, bis die Hauptsicherung rausgesprungen ist. Das hat gedauert, ist ein Mordskerl gewesen. Und das konnte ich natürlich nicht unkommentiert lassen, ja, wie er die Steckdose blockiert hat. Also bin ich zu ihm hin, als er wieder zu Bewusstsein kam, habe ich gesagt, hören Sie mal, Spannungen, das ist gar nicht Ihr Thema. Sie müssen lernen, loszulassen. Ich wette, Sie klammern auch. Ja, gucken Sie mal, das war wohl ein Wort zu viel, deswegen halt diese richterlichen Auflagen. Und auch noch wegen einer anderen Geschichte, ist aber schnell dargestellt, passen Sie auf. In einem anderen Kurs hatte ich eine Engelheilung angeboten. Und jetzt war aber zu dem Heilungstermin kein Engel aufgetaucht. Die Kursteilnehmer waren enttäuscht, obwohl ich ihnen erklärt habe, ist doch ein super Zeichen, alle Engel gesund. Ja, aber die blieben enttäuscht und wollten sogar ihr Geld zurück. Und da hab ich dann gesagt, nee, Geld zurück, das bringt Sie keinen Schritt weiter. Überhaupt nicht. Ja, die Enttäuschung bleibt ja. Ja, was Sie brauchen, das ist ein positives Gegenerlebnis. Und jetzt hatte ich ja gemerkt, die haben irgendwie Spaß am Geld. Ne? Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, wenn Sie Geld so interessiert, habe ich was für Sie. Eine Reichtumskerze. Die sieht aus wie ein grünes Teelicht, oder ein bisschen mopsiger vielleicht. Aber wenn man die anzündet, aktiviert die Reichtumsenergien. Wirklich. Es gibt sogar ein Reichtumselixier, damit besprühen Sie Ihr Geld und es vermehrt sich. Im Ernst. Nur, wir müssen so höllisch aufpassen, dass Sie nichts abbekommen. Sie vermehren sich sonst auch. Ich gebe auch Diätkurse, aber man muss es sich ja nicht bewusst schwer machen. Aber was ich Ihnen übrigens gefahrlos noch anbieten kann, ist ein Reichtumsanhänger. Das ist ein Zweiachser, der passt an jeden handelsüblichen Pkw. Können wir gleich Prospekte gucken, wenn Sie möchten. Super, zurück zu der Kerze. Es haben also wirklich dann 15 Teilnehmer von dem Kurs eine Kerze gekauft, a 60 Euro. Ich bin seitdem noch mehr überzeugt von der Kerze, obwohl, nee, im Ernst. Aber das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Es haben mich auch danach einige Teilnehmer angerufen, die Kerze funktioniert nicht. Da habe ich gesagt, das muss an Ihnen liegen, mir hat es ja sehr geholfen. Also, ja,
Schön, dass Sie mich verstehen. Das gibt mir viel. Super, passen Sie auf. Jetzt, nur jetzt für Ihren Hintergrund kommen wir zum heutigen Abend. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen in Absprache mit meinem Berufsverband mein wohl effektivstes Selbsthilfetool vorstellen kann, den Sorgensack. Ich kann Sie jetzt nicht sehen. Ist er schon bekannt? Wer arbeitet schon mit ihm? Nee, ist nicht schlimm. Passen Sie mal auf. Der Sorgensack ist der einzige Krisenmanager in Heckel Optik. Sie werden nichts Vergleichbares finden. Faszinierend ist an ihm, er ist blickdicht, er ist verschwiegen und er ist abhörsicher. Hier sind Ihre Daten geschützt. Und es ist ja wichtig, dass Sie Ihre Daten schützen, Ihre Privatsphäre schützen. Das sage ich auch meinen Patienten immer, wenn die zu viel reden. Sage ich immer, schützen Sie Ihre Privatsphäre, ich muss nicht alles wissen. Ist auch nicht alles wichtig, man meint halt immer. Ne? Ist auch nicht. Naja, schön. Und was auch noch faszinierend ist am Sorgensack, er ist ganz einfach zu handhaben. Wenn Sie ihn benutzen wollen, machen Sie ihn einfach erstmal nur auf. Ich zeige es mal. Ja? Und dann sprechen Sie aus dem Kopf in den Sack, aus dem Kopf in den Sack, große und kleine Sorgen weg. Und jetzt sind Sie platt. Ganz bewusst verstehe ich, wenn Sie das jetzt zum ersten Mal hören, bewegt sich in Ihnen jetzt die Frage, wenn ich mich einem gehäkelten Beutel anvertraue, habe ich dann nicht noch viel größere Probleme als die, die ich hier reinspreche? Ja, sicher! Einwandfrei, einwandfrei, nicht? Aber Sie müssen irgendwo anfangen. Ist doch so. Ne? Hören Sie mal, und wir kennen uns jetzt lang genug. Ihre Skepsis, ja, ich bin selber so, ich bin auch skeptisch. In meiner Leistenbruchgruppe. Ernsthaft. Da haben wir lange nach einem Motto gesucht, um unsere Skepsis zu überwinden, unsere Hemmung, um da drüber zu kommen. Wir haben ein Motto gefunden. Unser Motto heißt, sorge dich nicht, hebe. Meine Leistenbruchgruppe. Meine Leistenbruchgruppe. Bruchband Rhein-Sieg e.V. Googeln Sie mal. Bruchband Rhein-Sieg e.V. Wir bieten unsere Hilfe bei Umzügen an. Und natürlich, was glauben Sie, was da los ist bei jedem Karton? Oder von Möbeln müssen wir gar nicht sprechen, aber ja, da können auch mal Tränen fließen. Und wir haben keinen falschen Ehrgeiz, will ich sagen. Wer nicht mehr kann, lässt fallen. So kein Wettbewerb, ne? Schön. Jetzt passen Sie mal auf. Sie gehen mal auf meine Seite www.sabine-domogala.de und dann gucken Sie mal, auf der rechten Seite ist eine Häkelanleitung zum Sorgensack. Kostenfrei. Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit, machen Sie sich den Sorgensack selber, das ist wichtig wegen der Bindung. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, nee, ich bin nicht der Typ, der alleine häkelt, kommen Sie in meine OHA, in meine offene Häkelgruppe, ja, machen wir uns einen schönen Nachmittag. Jeder kann einen Sorgensack besitzen. Auch die, und ich spreche das sehr offensiv jetzt an, schauen Sie, es gibt Menschen, die haben ein Problem mit dem Häkeln in der Öffentlichkeit. Da muss sich aber keiner für schämen. Sie kommen in meine AHA, in meine anonyme Häkelgruppe. Wir sitzen hinter Stellwänden im Dunkeln. Funktioniert einwandfrei. Ja? Jeder kann einen so. Und später mal, passen Sie mal auf, wenn Sie im Training sind, richtig, machen Sie sich den Sorgensack to go. Dann kommen hier Klettverschlüsse dran, Sie machen sich morgens den Sack vorm Leib fest und sammeln über Tag für die Abrechnung am Abend. Der Sorgensack to go. Für Fortgeschrittene machen Sie sich keinen Druck. Jeder kann einen Sorgensack besitzen. Für mich gehört er wirklich in jeden Haushalt. Genauso wie ein Gewehr, aber das ist eine andere Geschichte. Und da kommen wir ein andermal zu. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie finden mich an der Bar. Bis später. Sabine Domogala. Sabine Domogala.